mal an. Wir haben einen Menschen. Das ist der Kopf mit dem Gehirn drin. Da sind ganz viele Gehirnwindungen, ganz viele Wege, ganz viele mögliche Wege. Da tanzen unendlich viele Nervenzellen, die kommunizieren mit dem ganzen Weltall. Die kommunizieren untereinander, die kommunizieren mit unserem Körper, die kommunizieren mit ganz vielen Ebenen des Lebens, von denen wir das meiste gar nicht mitbekommen. Und nun haben wir gelernt, immer die gleichen Wege zu nehmen. Immer und immer wieder die gleichen Wege. Tada, tada, tada. Immer und immer wieder ein und dasselbe. Und die Neuronen werden quasi gezwungen, alle hier anzutanzen und sich immer in ein und denselben Richtungen und Konzepten und Schablonen zu bewegen. Und was ist mit dem ganzen Rest? Da sind noch so viele Wege und Möglichkeiten, um die wir uns gar nicht kümmern und die dann verkümmern. Die verkümmern, die denken sich, ja, dann kann ich ja schlafen gehen, dann werde ich wohl nicht gebraucht. Und ganz viel bleibt also komplett ungenutzt. Und genauso ist es nicht nur in unserem Gehirn, sondern das geht natürlich auch weiter in unser gesamtes Nervensystem, in unserem ganzen Körper. In unserem Körper ist es genauso. Wir bewegen uns eigentlich immer in ein und derselben Mechanik, ein und dieselbe Muster. Wir sitzen, wir gehen, abends liegen wir im Bett und ansonsten machen wir vielleicht mal ein bisschen hier oder ein bisschen hier und das war's eigentlich. Wir bewegen uns in ganz vielen Möglichkeiten und Richtungen, die es sonst noch so gäbe, eigentlich so gut wie nie. Und das macht das Gleiche mit dem Körper, was auch in unserem Gehirn stattfindet. Es gibt ganz viele Wege, wo zu wenig Energie hinkommt, zu wenig Interaktion passiert. Und auch da wird es blockiert, verkümmert, verliert einfach an Energie, denn klar, es kommt ja keine Energie rein, es wird ja nichts bewegt. Und auch über unseren Körper hinaus ist das so. Wir haben ja auch noch ein Energiefeld, das über unseren Körper hinaus strahlt und mit dem Kosmos interagiert, in welchen Wegen auch immer. Und weißt auch du, da. Mama, meinst du eine Elfe? Das sind Flügel, ne? Genau. Flügel? Ja, das sind Flügel, genau, stimmt. Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Elfe, findest du, ja? Ja. Und da und was noch? Da auch noch was, da gehört auch noch was hin. Hier? Ja, und hier auch? Genau. Ne, es gibt ganz viele Komponenten und Ebenen unseres Energiefeldes, die ebenfalls weitgehend ungenutzt bleiben. Und oder keine Lust mehr? Es ist ihr zu steif. Ich glaube, es ist ihr zu steif und zu einseitig. Gut, dann mal. Mal los. Ja. Dankeschön. So, ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Ja, auf allen Ebenen unseres Seins, unser Nervensystem, unser Körper mit seiner Mechanik, seinen Muskeln, seine Faszien, wie wir sie heute nennen, sei es unser Blutkreislauf, unser Energiekreislauf, die Meridiane und so weiter und so fort. Noch viele Ebenen mehr, die uns noch nicht geläufig sind, für die wir noch keine Worte haben vielleicht.
All das bedienen wir komplett einseitig, eingepfercht. Und da sollten wir uns jetzt rausbewegen. Neue Wege gehen, wenn wir neue Wege ausprobieren, neue Bewegungen, neue Gedanken, neue Wahrnehmungen, auf die wir unsere Sinne ausrichten, dann werden Blockaden, die sich hier festgesetzt hatten, werden irgendwann durchbrochen und neue Energiebahnen bilden sich. Juhu! Und neue Verknüpfungen finden statt im Nervensystem. Neue Synapsen bilden sich. Eine Wolke. Alles Mögliche wird möglich. Die kleinen verkümmerten Wege werden wieder beleuchtet. Da passiert was. Da werden neue Wege gebildet. Energie kommt ins Fließen. Blockaden, die sich gebildet hatten, werden überwunden, durchbrochen, aufgelöst. Ich muss ein bisschen schlafen. Muss ein bisschen schlafen? Okay. Muss auch mal sein. Ja. Ein Fliegen. Genau, fliegen. Was? Genau. Und eines Tages vielleicht wachsen uns ja auch noch Flügel. Was ist es? Da hast du ein lachendes Gesicht gemalt. Genau, super. Wir werden auf jeden Fall viel mehr zu lachen haben, wenn wir uns freier entfalten. Wir werden kreativer, wir werden viel mehr wir selber. Wir spüren uns in viel mehr Facetten unserer selbst. Und ja, was für ein wunderschönes Schlusswort. Vielleicht wachsen uns am Ende sogar wirklich eines Tages Flügel. Ja! Juhu! Ein Hüpfkarussell. Ja! Juhu! Juhu! Parallel zu diesem Video habe ich auf meinem Blog, auf meiner Internetseite einen Artikel verfasst, beziehungsweise verschiedene Anregungen und Ideen gesammelt, verschiedene Übungen mir ausgedacht, mit denen man ein bisschen mehr Kreativität in seinen Alltag einbauen kann. Es sind viele verschiedene Sachen dabei, witzige, ernsthafte, gesundheitsbezogene Themen, andere Themen. Es ist, glaube ich, für jeden was dabei, der Lust hat, einfach mal was auszuprobieren. Und natürlich könnt ihr euch auch selber unendlich viele Dinge ausdenken und einfach mal ausprobieren. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das holt jederzeit aus jedem Sumpf, aus jeder Erstarrung sehr gut raus. Einfach machen. Und wenn es nur was ganz Kleines ist. Also man muss wirklich nicht irgendwie den Mount Everest besteigen oder eine Tour um die Welt machen oder 30 Sprachen fließend beherrschen lernen. Es reicht wirklich einfach, etwas Kleines zu machen. Es geht um das Machen. Sich selbst überraschen. Eingetretene Pfade verlassen. Ein einziger Ausfallschritt kann schon ganz neue Welten öffnen. Ich gar nicht.
In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei kreativen Experimenten und nutzt eure Aufmerksamkeit weise für euch, für euer Leben. Alles Liebe und Gute.